Geschichte der Westböhmischen Energiewerke AG reicht bis in das Jahr 1919 zurück. Während der gesamten Dauer ihres Bestehens beschäftigt sich die Gesellschaft mit dem Einkauf, der Herstellung, dem Vertrieb und dem Verkauf von Energie sowie mit der Regelung des Energiebezugs und dem Ausbau energietechnischer Anlagen. Diese ursprüngliche Aufgabe erfüllt sie auch heute und erweitert ihr Angebot kontinuierlich um neue Produkte und Dienstleistungen. Zu den Endverbrauchern, an welche die Westböhmische Energiewerke AG Energie verkauft, gehören sowohl Haushalte als auch die größten Industrieabnehmer. Die Produkt- und Dienstleistungspalette des Unternehmens richtet sich nicht nur an Kunden aus Westböhmen. Die Gesellschaft besitzt und verwaltet über 21.000 Kilometer Elektroleitungen und eine Reihe moderner energietechnischer Vertriebsanlagen. Die Energieübertragung gewährleistet sie mittels Höchst-, Hoch- sowie Niederspannungsnetze. Den überwiegenden Teil der elektrischen Energie kauft die Westböhmische Energiewerke AG beim größten tschechischen Energiehersteller, den tschechischen energietechnischen Werken ČEZ, an. Zu den weiteren bedeutenden Lieferanten gehören die Pilsner Energietechnik sowie die Pilsner Heizwerke. Die Durchschaltung in das Übertragungssystem mit 400 und 220 kV wird durch drei Hauptknotenschaltstationen Přeštice, Vítkov und Hrast gewährleistet. Hier wird der Strom transformiert und dann in das gesamte Gebiet Westböhmens weitergeleitet. Weniger bedeutend bezüglich der Menge, jedoch von großer Bedeutung für die Umwelt, ist die Energie aus den kleinen Wasserkraftwerken, die entweder im Besitz der einzelnen Unternehmer sind oder durch die Westböhmische Energiewerke AG betrieben werden. Energie aus diesen Quellen bildet den Grundstein eines neuen Produkts, der sogenannten grünen Energie. Ihr Verhältnis zur westböhmischen Region drückt die Westböhmische Energiewerke AG vor allem durch ihre vielfältigen Förderaktivitäten aus. Ihre Förderung konzentriert sich insbesondere auf den Bereich des regionalen Gesundheitswesens und der Sozialfürsorge. Bereits seit einigen Jahren arbeitet die Westböhmische Energiewerke AG mit der Pilsner Uniklinik zusammen, wo sie die Einrichtung eines kardiochirurgischen Spitzenzentrums und eine Pädiatrieabteilung in der Klinik half. Eine Zusammenarbeit wird ebenfalls mit den Krankenhäusern in Klatovy, Karlsbad und Domažlice gepflegt. Des Weiteren übernahm die Westböhmische Energiewerke AG die Finanzierung einer Wärmepumpe für das Gebäude des Fonds der Kinder in Not und leistet eine kontinuierliche Unterstützung für zahlreiche Alters- und Pflegeheime sowie für eine ganze Reihe an Stiftungen. Zu weiteren bevorzugten Fördergebieten gehört das Schulwesen. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um gemeinsame Projekte mit dem Pilsner Konservatorium oder mit der Westböhmischen Universität. Auch die Kulturszene kommt nicht zu kurz. Zusammen mit der Stadt Pilsen fördert das Unternehmen das Josef Gajetan Till Theater und beteiligt sich ebenfalls an der Organisierung des Musikfestivals Smetanche Tage sowie der Veranstaltung Jazz, Saiten und Theater auf der Straße. In Zusammenarbeit mit dem Pilsner Bistum beteiligte sich die Westböhmische Energiewerke AG an der Rettung eines im europäischen Maßstab bedeutenden historischen Denkmals, der Pilgerkirche der Jungfrau Maria in Jizov sowie des Klosters St. Tepla. Von großer Bedeutung ist ebenfalls die Förderung des Pilsner Tiergartens, dessen Beliebtheit und Besucherzahlen stetig zunehmen. Die Westböhmische Energiewerke AG arbeitet stetig daran, ihrem Ziel, der meistgefragte tschechische Lieferant im Bereich der energietechnischen Dienstleistungen zu sein, näher zu kommen. Im Zuge dieser Bemühungen achtet das Unternehmen deshalb nicht nur auf die Qualität des Energievertriebs, sondern auch darauf, dass ihre Kunden vor allem professionelle und komplexe Lösungen angeboten werden. In der Liberalisierung des Energiemarkts sieht die Westböhmische Energiewerke AG eine Herausforderung und bemüht sich, aus ihren langjährigen Erfahrungen zu schöpfen. Als Teil der tschechischen energietechnischen Werke ČEZ nimmt sie an der Einführung einer neuen Marke teil, der sogenannten Regenbogenenergie. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, den Kunden in der gesamten Tschechischen Republik eine abgerundete Angebotspalette hochmoderner Produkte vorzustellen. Duhová energie je díky skupině ČEZ u vás doma a je výhodnější. Die Gesellschaft erzielt kontinuierlich sehr gute Wirtschaftsergebnisse, die vor allem auf den erfolgreichen geschäftlichen Aktivitäten basieren.
Obwohl die Westböhmische Energiewerke AG den zweitkleinsten Marktanteil am gesamten tschechischen Energiemarkt hält, bezüglich der erzielten Wirtschaftsergebnisse nimmt sie im Vergleich mit den anderen Energiewerken eine Vorrangstellung ein. Spitzenzahlen erzielt sie insbesondere bezüglich der Bildung des Netto-Cashflows und der Rentabilitätskennziffern. Die Westböhmische Energiewerke AG ist eine Aktiengesellschaft. Im Jahr 2003 wurde sie Teil der tschechischen Energietechnischen Werke ČEZ. So konnte die Effizienz einer Reihe von Tätigkeiten noch zusätzlich erhöht werden. Die ursprünglich angewandte Kundensegmentierung richtete sich ausschließlich nach den technischen Parametern. Heute ist die Westböhmische Energiewerke AG bemüht, die tatsächliche Bedeutung der Kunden zu respektieren. Aus diesem Grund berücksichtigt die Energiebedürfnisse der Kunden auf allen ihren Bezugsstellen gleichzeitig. Dank dieser Tatsache ist sie in der Lage, jedem Kunden die entsprechende Betreuung zu gewährleisten. Den bedeutendsten Kunden steht ununterbrochen ein eigener Handelsvertreter zur Verfügung. Dieser hat eine spezielle Qualifikation im jeweiligen Fachbereich des Kunden, so dass er in der Lage ist, dem Kunden jederzeit ein gleichwertiger Partner zu sein. Auf diese Weise ist es möglich, den Dienstleistungs- und Produktangebot an die individuellen Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Die bewährte Methode der Betreuung bedeutender Kunden wird in der Westböhmischen Energiewerke AG bereits seit einigen Jahren erfolgreich angewandt. Diese Tatsache stellt gleichzeitig einen nicht unwesentlichen Vorteil bei der Ausarbeitung der Angebote für potenzielle Kunden auf einem liberalisierten Markt dar. Für kleinere Firmenkunden sowie für Haushalte, die den persönlichen Kontakt bevorzugen, stehen regionale Geschäftsstellen zur Verfügung. Dort können die Kunden alles auf einmal in Ruhe und angenehmem Ambiente erledigen. Eine weitere Verbesserung der Dienstleistungsqualität stellt auch die Einrichtung des Kundenservice dar. Die Kunden können dabei alle ihre Forderungen und Wünsche bezüglich der Energie telefonisch von zu Hause aus erledigen. Der Betrieb des Kundenservice wird auch an Samstagen, Sonntagen sowie Feiertagen ununterbrochen gewährleistet. Für die Kunden stehen stets hochqualifizierte Betreuer zur Verfügung, die mit den aktuellen Informationen bezüglich des Geschäftsfalles des jeweiligen Kunden ausgestattet sind. Die Westböhmische Energiewerke AG konzentriert sich ebenfalls auf die Zusammenarbeit mit anderen Energieversorgern. So begann sie zum Beispiel mit den Westböhmischen Gaswerken einige gemeinsame Dienstleistungen anzubieten. Der Vorteil für die Kunden besteht in der Vereinfachung der Abläufe. Ein Beispiel dafür liefert die gemeinsame Nutzung der Geschäftsstellen und des Callcenters sowie die gemeinsame Durchführung der Ablesung der Elektro- und der Gaszähler. Einen besonderen Kommunikationskanal stellt das Informations- und Beratungszentrum der Westböhmischen Energiewerke AG dar. Hier wird den Besuchern eine kostenlose Beratung im Bereich der effizienten Energienutzung angeboten. Bei regelmäßigen Ausstellungen oder Seminaren können Sie neue wirtschaftliche Heizverfahren sowie Methoden der Wassererwärmung kennenlernen und sich mit Neuigkeiten auf dem Feld der Elektrogeräte vertraut machen. Im Informations- und Beratungszentrum findet ebenfalls ein einzigartiges Lern- und Erziehungsprogramm für Schüler der Grundschulen statt. Das Ziel des Programms liegt darin, die im Unterricht gewonnenen theoretischen Kenntnisse der Schüler mit den praktischen Erfahrungen zu vervollständigen und somit die Entstehung richtiger Angewohnheiten bezüglich der wirtschaftlichen und umweltbewussten Energienutzung zu fördern. Im Bereich der modernen Kommunikationsformen spielt das Internet als Informations-, Kommunikations- und Verkaufskanal eine große Rolle. Bereits seit einigen Jahren betreibt die Westböhmische Energiewerke AG auf der Adresse zce.cz eine eigene Homepage. Darüber hinaus wurden in letzter Zeit ebenfalls neue Domänen in Betrieb genommen. Die Domäne Sapni Energienet ist für die breite Öffentlichkeit, Fachgruppen und Gemeinden bestimmt. Sie versorgt die energietechnischen Abteilungen großer Firmen mit Fachinformationen. Das komplexe Angebot der neuen Produkte der ganzen Unternehmensgruppe ČEZ finden Sie auf der Homepage duhovaenergie.cz. Mit Hilfe interaktiver Anwendungen ist es möglich, mittels des Internet mit der Westböhmischen Energiewerke AG schnell und effizient zu kommunizieren.